Willkommen zurück zu In Lucy's Eyes. Und wie angekündigt, nehme ich den Pfad des sicheren Untergangs zur Tür, die vermutlich abgeschlossen ist, jetzt da ich es mir überlege, warum die existiert. Aber vielleicht kann ich durch. Ich kann durch in die Bibliothek, okay. Ach, die sind durchverbunden. Ich verstehe, hier ist noch eine Tür. Fast gar nicht gesehen. Okay, ist abgeschlossen. Vielleicht liegt es daran, dass es einfach nur dunkel ist. Da hinten war noch ein Gang. Okay, so viel dazu. Wir gehen durch die Tür. Kannst du vergessen. Ist nämlich zu. Also, wir könnten schon durch, aber ich vergesse sonst wieder 5 Millionen Sachen. Hier ist zum Beispiel offen. Siehst du mal. Was zum Teufel ist hier passiert? Was? Was ist durch die Decke geknallt? Haben wir einen Asteroideneinschlag gehabt? Das sieht nicht sehr gesund aus. Wenn da einer saß, dann... Ist er jetzt platt wie ein Pfannkuchen? Ist hier sonst noch irgendwas, was ich benutzen kann, nehmen kann? Nein? Okay. Was ist hier hinten? Offen ist hier. Und dunkel ist es auch. Schön, ich habe noch 5 Matches. Bau keinen Scheiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Laterne hätte ich eigentlich viel lieber. Am besten die aus dem zweiten Amnesia mit unendlich Öl. Wo ist da das Problem, mir so eine zu geben? Huh? Hier ist auch überall irgendwelche Räume. Die meisten davon haben einfach gar nichts drin, sondern existieren einfach. Mein Gott, überall ist irgendwas. Nichts, wirklich. Keine Matchbox. Dafür aber Knochen auf dem Tisch und ein Apfel nebendran. Super, wer auch immer hier wohnt, hat richtig Stil. Richtig viel Stil. Ist hier noch was, was blau leuchtet? Nein. Noch ein Raum. Ein größerer Raum. es könnte unter Umständen sein, dass ich mich längst verlaufen habe. Das ist durchaus möglich. Ist das eine Bibel? Keine Ahnung. Nicht hier rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich übrigens schon längst in diesen Räumen war, ist auch verdammt groß. Aber ich könnte es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich schon war und wo nicht. Hier ist noch eine Matchbox. Cool. 3 Matches gefunden. Ist hier noch was? Nein, 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 nein. Nur Luft. Nur Luft und nix. Hier noch was? Nein. Nope. Okay. Weg mit dir. Raus. Da war gerade irgendwas Großes. Ein Stück Leiter. Ich habe eine Leiter gefunden. 7 Matches habe ich noch. Wofür habe ich eine Leiter gefunden? Die brauche ich wahrscheinlich für irgendwas. Also ganz gut, dass ich sie jetzt schon gefunden habe. Bist du gerade aufgegangen von selbst? Warum benutze ich da noch Matches? Also Streichhölzer, wenn es hier solche Technologie gibt wie selbstöffnende Türen. Ich weiß nicht, ob es eine schlaue Idee ist, nach dem nachzulaufen hier. Ach, das ist jetzt... Ah, ich bin wieder hier. Okay. Ich verstehe. Wie dunkel kann ein Raum sein? Das ist unfassbar. Das bist doch du. Dafür bist du verantwortlich. Ich kann dich nicht mal anklicken. Warum kann ich dich nicht anklicken? Da ist noch eine Matchbox. Yay, okay. Wenigstens kriegen wir reichlich Matches. Das ist gut. Ich habe schon gedacht, das ist immer so knapp wie ganz am Anfang. Aber wir haben ja zum Glück ein paar. Ist hier noch was? Ich glaube kaum, dass die Matches in Schubladen oder so versteckt sind. Hoppala. Na komm, greifen und ziehen, greifen und ziehen. Ganz normale Nischensteuerung. Es ist dunkel. Es ist dunkel, mir ist unheimlich. Hilfe. Oh mein Gott, wo war ich schon, wo war ich nicht? Ah, nee, was? Jetzt bin ich oben. Oben im Foyer. Check. Oh mein Gott. Falls irgendjemand gerafft hat, wie das hier aufgebaut ist, ne? Dann Applaus. Ich ziehe wirklich meinen nicht existierenden Hut vor dir. Weil das hier versteht sonst keiner wahrscheinlich. Hier ist auch offen. Mein Gott. War ich hier schon? Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe was gehört. Okay. Matches. Yay. 2 Stück. Überall diese Uhren, ne? Diese Großvateruhren. Hier ist nirgendwo irgendwas. Das ist der Hammer. Aber die Räume existieren trotzdem. Das ist irgendwie schön und gleichzeitig leicht verstörend, weil verwirrend. Ein Klavier. Weh, du spielst dich von selbst. Das ist immer so. Vergammeltes Brot auf dem Tisch. Super. Super Haushalt. Ganz toll. Wenn ich das Geisterhaus beleidige, wird es bestimmt besser. Was ist das hier für ein Raum? Der gibt irgendwie keinen Sinn. Endlich kommen wir zu den Schlafzimmern. Super. Das ist ganz, ganz toll. Ich habe keine Tinderbox. Das heißt, ich kann anscheinend keine Kerzen anmachen. Sonst hätte ich bestimmt bisher welche gefunden. So, hier ist nichts drin. Was haben wir hier? Ein Zettel. Ich
She is too young to be much of a conversationalist, but she keeps me occupied nonetheless. There is always an adventure to be had when she's around. Tonight, we stood outside after darkness had fallen, and I pointed out the different constellations and stars. Her favorite was Polaris, as it shimmers so brightly against the deep cobalt of the night sky. For a fleeting moment, I didn't miss David quite as much, but there was something strange. After a while, I became increasingly aware of a presence nearby. I thought perhaps it was one of the servants, but when I turned to look, there was no one there. I could have sworn I saw a shadow retreat into the tree line, though. Okay, ich weiß sonst nicht, was ich während diesen Zetteln machen soll, deswegen endet's wohl in beleidigend schlechter Zeichensprache. Entschuldigung. So. Noch ein Raum. Cool. Noch mehr Räume, die absolut leer sind und bedeutungslos. Warum bin ich zu Mickey Mouse geworden? Wenigstens ist die Atmosphäre nice. Auch wenn die Sounds immer wieder loopen. Das ist jetzt schon das fünfte Mal wahrscheinlich, dass dieser komische Sound kam. Ist hier was drauf? Nein. Aber ein Besen. Ich kann einen Besen nehmen. Ein Stuhl. Bin ich jetzt wieder raus? Ach so, das ist so ein Rundgang. Oh mein Gott, ich werde hier drin wahnsinnig. Ich habe noch 8 Matches. Ich weiß nicht mal, wo ich schon war. Ich weiß nicht mal, wo es weitergeht. Hier war ich anscheinend schon. Oh mein Gott. Ah, okay, habe ich gesagt, vergammeltes Brot auf dem Tisch, super Haushalt, bla bla bla. Ich gehe mal hier hinter. Hier war ich anscheinend schon. Wow. 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 Hier habe ich gesagt, wir sind jetzt oben. Lauf jetzt mal hier hinter und schau, was da hinten ist. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe mich absolut verlaufen. Hier ist die Treppe. Ah, okay. Okay, das heißt, ich gehe jetzt in die Bibliothek. Geradeaus zur Bibliothek. Wir haben, ich glaube, alles, was wir brauchen. Ich glaube, die Leiter brauchen wir für die Bibliothek. Oder auch nicht. Es ist nämlich zu. Na super. The door is locked. Can I find another way to the library? Außenrum. Du kannst auch einfach hier hoch. Ich habe ein Stück Leiter gefunden. Könnte helfen, irgendwo hochzuklettern. Kann ich die... Genius! Oh mein Gott, nein. Oh, ah, Mist. Jetzt geht's, okay. Ich bin der größte Genie... Vielleicht bin ich ja kein Genie. Vielleicht bin ich dumm und habe mir gerade an der Leiter das Genick gebrochen. Was? Was? Warum gehen die Lichter aus? Warum bin ich betrunken? Ich bin betrunken. Ich glaube, ich habe da gerade 2 Augen gesehen. Und ich bin tot. Bin ich tot? Ist es das? Oh, wow, 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 wow. Ganz ruhig mit den jungen Pferden. Ich bin raus, du kannst mich mal. Ich gehe da doch nicht hin. Ich hau ab. Okay, ich bin wieder hier. Du kannst mich mal. Was auch immer du da unten warst und warum auch immer ich viel weiter die Leiter hochkletter, als ich muss. Was auch immer du bist, folg mir nicht. Ist nicht gesund für dich. Sonst kriegst du meinen Katschau-Haken. Was auch immer das ist. Okay, das ist jetzt anscheinend eine neue Kampftechnik. So. Das heißt, das alles haben wir nur gemacht, um eine Leiter und ein paar Matchboxes zu finden. Größeren Grund gab es dafür nicht. Super. Und ich habe schon gedacht, ich hätte längst irgendwas verpasst. Okay. Bibliotheko. Ladebibliothek. Lady in Dress steht da drauf und Books. Bücher und die Lady im Anzug. Also im Kleid. Im Anzug, genau. Okay. Hier sieht's schön aus. Die Musik ist nice. Das ist gut. Oh, eine Bibliothek. So viel Bildung auf einem Platz. Super. Und so viel Dämonen und Geister, die mich töten wollen. Kann ich hier rein? Nein, ist zu. Gut, es gibt nur einen Weg, den ich laufen kann. Let's start this session with you telling me what you're experiencing, Richard. Ever since the tragic death of my wife, things haven't been the same. Sometimes I still feel her presence in these halls. It's like she's not really gone. Gone. I see. The mind often does not accept the loss of a loved one until the soul has had its time to heal. May I ask you how she died?
She was rarely happy in the end. Something was troubling her. She wanted a family, wanted a child. But we couldn't take that step. I didn't have the time. She took her own life after an argument we had. Super Streitkultur. Kann ich jetzt aus dem langsamen Besoffenlaufmodus raus? Dankeschön. Okay, das war gerade ein Flashback mit einer oder von einer Session, die wir mit dem Besitzer des Schlosses hatten, wie es aussieht. Denn anscheinend sind wir hierher gekommen als Psychiater und Helfer. Und hier ist es hell, oh mein Gott, und die Sonne scheint. Ist das das Paradies? Das geht noch in eine andere Richtung. Das glaube ich nicht, dass es so schön bleibt. Das glaube ich nicht. Das wird noch schlimmer. Das wird noch schlimmer. Schickes Bild. Schicker Bart, by the way. Wie kann ich auch ein? Wie groß ist die Bibliothek? Oh, noch eine. Noch ein Flashback. Yay! Do you have any reason to feel guilt in some way? No. I was always reasonable during our arguments. And stayed calm the entire time. I understand. How often do you see your wife? I can see her now. She's standing right behind you. Endlich. Really? Is she looking at us? She's looking straight at you, David. Was? Sehen Sie Ihre Frau ab und zu noch? Sie steht genau hinter uns. Guckt sie sie an? Sie sieht sie an, David. Oh mein Gott. Ich glaube, er hat sogar recht. Das ist nicht eingebildet. Der Typ ist legit gestört gewesen. Also erstens das und zweitens lebt deine Frau wahrscheinlich tatsächlich noch und versucht uns umzulegen. Schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welche Dämonen in diesem Schloss hausen. Und ich weiß auch nicht genau, warum ich dieses Streichholz angemacht habe. Wenn das so dermaßen Verschwendung war. Ist hier was? Nein. Okay. Das Dumme ist halt, du hast nie ein richtiges Ziel. Du weißt nie genau, was du machen musst. Du findest irgendwelche Teile und setzt sie dann für ein Rätsel zusammen. Das stört mich immer so ein bisschen, weil ich nie weiß, ob ich alles richtig gemacht habe oder nicht. Aber ja, kriegen wir hin. Geh mal weg da. Geh mal weg da. Ich will das hier angucken. Irgendwelche Pläne für eine Maschine? Okay, check. Hier ist doch was. Das sehe ich bis hier. Oh, Sanity Potion. Sind auch wieder da. Und drei Matches. Ich will gar nicht wissen, wofür ich das Sanity-Zeug brauche. Wahrscheinlich dagegen wahnsinnig zu werden. Aber was sollte mich wahnsinnig machen? Noch gibt es keine Gegner. Und ich hoffe, dass sich das so schnell auch nicht ändert, wenn ich ehrlich bin. Okay, was war hier? Was ist hier drüben? Ist hier noch irgendwas im Schrank, was ich sonst übersehe? Und wo sich dann alle wieder drüber aufregen? Nein, okay. Hallo? Jemand da? Mein Name ist David. Und ich bin auf der Suche nach meiner Frau und meinem Kind. Okay, dieser Raum ist leicht gruselig. Besonders dieses Bild da. Gefällt mir nicht. Guck mich nicht so an. Wo guckt die denn hin? Ich will es gar nicht wissen. Okay. Interessiert mich nicht. Geh weg. Jag mich nicht. Töte mich nicht. Zerstöre mich nicht. Lass meinen Körper in einem Stück. Was auch immer. Willst du mich verarschen? Das Bild hat sich geändert. Hi. Ich wollte gerade sagen, du siehst besser aus als vorher. Und deine Singstimme ist auch sehr viel höher. Okay. So viel zum Thema, es ist schön hier. Oh mein Gott, ich bin raus. Oh mein Gott, du kannst mich mal. Geht's jetzt los, ja? Geht jetzt die Hölle los? Wo ist das Licht und die Schönheit hin? Wo ist das Licht und die ganze Schönheit hin? War es hier nicht vorhin heller? Ich weiß nicht mehr. Ich bin gerade ein bisschen angespannt und leicht paranoid. Flashback time. Alright then. I think we're done for today. I was wondering if I could have your permission to enter the archives. I haven't explored much of the castle, and I was particularly interested in looking through some old documents about this great citadel, as I haven't found a whole lot of information about it in the library. I'm afraid the archives are off limits for at least a month. One of the visitors was murdered in the study area by an uninvited man. Ah, ja.
His psychotic behavior ever since has been worrying. But have no worries. I can assure you that the criminal has been dealt with. Er ist vermutlich getötet worden. I see. But can you not make an exception? Even if I wanted to, it would be impossible at this point. The archives are filled with workers, as it's currently under renovation. It's the largest victim of the unusual storms that have been disassembling these walls ever since the death of my... I advise you go back to your quarters and rest, David. I'm sure this session was just as demanding for you as it was for me. Okay. Jemand wurde da also umgebracht. Und die Archive werden renoviert und bla bla bla, deswegen darf da keiner rein. Hätte ich übrigens diesen Kronleuchter am Anfang abgekriegt, wäre ich nicht nochmal aufgestanden, dessen bin ich mir sicher. Die Frage ist jetzt, wo geht's als nächstes hin? Es gibt wieder zig Türen und Treppen, die ich hoch und entlang und was auch immer kann. Schauen wir erstmal hier nach. Hier ist rein zufällig offen, das ist gut, dann gehe ich mal kurz oben gucken. Es ist immer sehr verwirrend, wenn es mehrere Wege zum Ziel gibt. Das stört mich immer etwas. Hier geht's raus. Okay, dann gehe ich unten lang. Das ist gut, wenn es hier rausgeht, gehe ich unten lang. Da kommt wahrscheinlich wieder ein Hauptraum, wenn ich jetzt da lang gehe, ne? Okay, ist das der Keller? Archive. Okay, hier geht's in die Archives, wo ich anscheinend hin will, laut Halluzination. Gehe ich kurz gucken, ob ich oben lang kann, was oben passiert, wo wir dann rauskommen. Ich schätze, wir kommen zurück ins Foyer, slash in den Hauptraum. Ich guck mal. Oder wir kommen einfach gar nirgendwo hin, das kann natürlich auch gut sein. Okay, dann also zu den Archiven, wie es aussieht. Was ganz sicher eine ganz gute Idee ist, wenn man sich überlegt, dass das hier aussieht wie ein Keller. Okay, wir gehen in die Archive, aber erst beim nächsten Mal hier bei In Lucy's Eyes. Lasst mir gerne einen Daumen und einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Links kommt ihr zur ganzen Playlist von In Lucy's Eyes. Wer die erste Folge verpasst hat, kann die dort nachholen. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr mir bei Twitter oder Instagram folgen würdet oder mir eine Frage bei Ask.fm stellen würdet. Die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Let's Play In Lucy's Eyes. Bis dahin, macht's gut. Und hinter dir.